Hallo miteinander, da sind wir wieder bei Satisfactory Time. Ich folge ihm mal, weil ich habe entdeckt, was er seit neuestem mal am liebsten macht, nämlich Förderband fahren. Wir haben jetzt mal die schnelleren MK3, das sind noch nicht die schnellsten, da kommen noch MK4, habe ich gesehen. Aber MK3 Förderbänder und da kann man Spaß mit haben. Habt ihr den Kondensstreifen gesehen? Es ist heftig. Ich habe jetzt langsam Kopfschmerzen. Ja, also hier wirst du, glaube ich, nochmal Hand anlegen müssen an dem zweiten Förderband. Das ist alles noch nicht so richtig rechtwinklig. Dafür habe ich das... Wieso? Sieht doch gut aus. Echt? Naja, das ist so, keine Ahnung. Irgendwie, glaube ich, so. Das ist im Übrigen, das muss ich euch kurz erklären, wir haben jetzt MK3-Miner raufgebaut, die richtig schnell sind, und wir haben dementsprechend auch angefangen, die schnelleren Förderbänder zu wählen. Und das sollten wir eigentlich, also mein Plan wäre es wirklich, das hier alles wegreißen und auch nur noch die schnellen Förderbänder zu nehmen. Und wir haben gesagt, die führen wir zu dritt nach hier hinten, bis hierhin, dann biegen wir ab. Führen die entsprechend runter, die ganzen Schmelzer drehen wir um und wollen 12 auf jeder Seite? Nee, insgesamt 12. Insgesamt 12. 4 pro Band, einmal 4 ist 12. Okay, genau. Und das teilen wir dann irgendwie noch auf, dass wir auf der einen Seite und auf der anderen Seite kriegen. Und wo wir das dann ins Lager packen, gucken wir auch mal. Aber das wäre erstmal so der Plan gewesen. Jetzt würde ich dich allerdings bitten, mal kurz mitzukommen. Wir müssen gemeinsam herausfinden, warum die Stahlproduktion nicht läuft, weil das brauchen wir für die Förderbänder. Wir brauchen Stahlbarren. Ja, aus Versehen was abgerissen. Ja, ich komme. Lass uns mal nach hinten wetzen. Irgendwie, ich weiß nicht, ob es an der Kohle liegt oder so. Ich habe es beim Vorbeirennen nur so gesehen, dass da nicht mehr wirklich viel drin ist und mich gefragt, warum eigentlich. Und wenn der Tricky. Fährt er denn überhaupt? Das ist eine gute Frage. Nee, Kohle ist alle, ja. Kohle ist alle, okay. Ach, hier steht er. Aha. Warum das denn? Wolltest du nicht die Route irgendwie ändern? Nee. Das hatten wir doch schon gemacht. Das hatten wir doch... Warte mal, wir wollten die beiden irgendwie verbinden und haben dann gemerkt, dass das nicht geht, ne? Richtig, genau. Na, dann bist du... Dann werde ich jetzt... Neu aufnehmen, und hier ist auch keine... Hier ist auch keine Kohle drin. Nee, Kohle ist in dem Trecki oder was? Ja, in dem Trecki, deshalb fährt er nämlich auch nicht. Oh, oh mal. Scheiße, und ich habe gar keine mit jetzt. Aber hier hinten ist Kohle drinne. Die nehme ich jetzt hier einfach mal raus. Ich fange dann mal mit dem Umbau an und du kannst ja hier das machen. Aber du hast schon, du hast kapiert, was ich meinte, wie ich das... Jo. Ja, ja, gut. Okay, ich kümmere mich jetzt mal, ich fahre jetzt mal eine neue Strecke mit ihm. Deshalb, okay, keine Kohle. Uah, bergab. Ich bin mal gespannt, wie der große Trecker sich macht. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Warte mal gucken. Mal abspringen, mal gucken, was kostet ein kleiner Trecker. Fahrzeuge. Ein kleiner Schlepper kostet 5 Anzeiger, 50, 10 Rotoren und 2 modulare Rahmen. Ach Gott, hier brauchen wir Motoren und Computer. Na gut, also einen großen können wir noch gar nicht bauen. Schade, sonst hätte ich den hier schon mal eingesetzt, aber geht nicht. Gut. Na, dann machen wir erstmal Trecki in klein. Das ist dann im Übrigen die Eisenfabrik 3.0, ne? Ich hab keine Ahnung. Ja, ja. Oh, da steht der andere Trecki. Ich hoffe, der fährt wenigstens. Der fährt auch nicht. Warum ist das ein Bug oder was? Sind die Strecken denn noch da? Die werden doch eigentlich angezeigt. Ja, ja.
Wäre mal scheiße, wenn die jetzt verpackt werden auf einmal. Nö. Hier gibt's auch gar keinen Grund. Tja, ich werde wohl hier... Möchtest du diesen Knoten löschen? Ich werde hier wohl auch... Na toll, dann darf ich jetzt gleich zwei machen. Clear Pass? Ja, okay. Aber der Pass ist immer noch da. Puh. Wie soll ich denn das jetzt finden? Dann haben wir ja ein richtiges Problem. Also, Autopilot deaktivieren. Also der Pfad ist noch da, aber... Ich weiß, den kriege ich aber auch nicht gelöscht. Ich muss jetzt eine neue Aufnahme machen. Der alte Pfad bleibt trotzdem bestehen. Soll ich mal gucken? Vielleicht ist das wieder so ein... Ich sehe das Dings nicht. Bla. Ja, guck mal, ob du den alten Pfad löschen kannst. Ich nehme ja gerade schon einen neuen auf. Meinst du jetzt von dem... Von dem alten Trekkie, der zum Kohlekraftwerk fährt. Schlecht, wenn da keine Kohle mehr ankommt. Ja, eben. Du musst bloß den Pfad gelöscht haben, bevor ich da bin. Falls es denn geht. Was ist das Problem? Ich sehe zwar, wie du hier fährst, aber... Nee, nicht hinter mir, du musst den vor mir löschen. Ja, ist mir schon klar. Ja, wenn nicht, bleibt er halt, mein Gott. Ich kann nur die ganze, nur die eine Note hier löschen. Ja, nee, das bringt nichts. Dann bleibt er halt, mein Gott. Das ist ja nicht tragisch. Naja, wenn hier keine Kohle mehr ankommt, haben wir ein richtiges Problem. Hier fährt doch einer. Wie, hier fährt einer? Ja, hier fährt doch ein Trekkie. Hä? Fahren wir vorbei. Kannst du hast... Aber mit dem da hinten bin ich angekommen. Der stand da oben. Wieso fährt denn der jetzt darüber? Auf jeden Fall kannst du das, was du machst, aufhören. Ja. Aufnahme beenden und... Clear Path. Also ist das der Kohletrecki dort? Ja. Oh Mann. Aber mit dem bin ich vom Stahlkraftwerk gekommen. Der hat nämlich hinter dem anderen geparkt. Dann lasse ich den jetzt mal vorbei. ja. Höchst amüsant. Super. Und dann bringe ich mit ihm jetzt Kohle hier zum Stahl. Ich brauche doch mit dem hier eigentlich nur Kohle zum Stahl bringen, ne? Warum haben wir da einen zweiten hingebaut da oben? Weil wir überlegt haben, wie wir den Stahl von dort wegkriegen. Wegkriegen, okay, darum kümmern wir uns dann später mal. Im Moment brauchen wir erstmal Kohle da oben. Das ist wohl richtig. Jetzt haben wir ein Problem. Wieso? Weil wir jetzt plötzlich drei Trekkies haben. Und der eine ist an dem anderen hängen geblieben. Jo. Okay. Ein Problem, das du wohl lösen musst. Wir haben drei Trekkies? Hatten wir noch einen dritten gebaut? Ich bin mir nicht sicher. Ja, offensichtlich. Ich kann mich nicht erinnern, also... Also das ist Kohletrecki. Ein Kohletrecki fährt auch, ganz normal. So. Du bist jetzt, Clear Pass. Du bist jetzt, keine Ahnung, du bist jetzt Park-Trecki. Dich parke ich jetzt hier erst einmal. Und du bist der andere Kohletrecki. Ach du Scheiße.
Ganz langsam blicke ich hier nicht mehr durch. Einmal mit Profis arbeiten. Ein Schmelz. So. Also, machen wir jetzt die Aufnahme starten. Und er bringt jetzt erst einmal Kohle zum Stahl. Genau. Da hat man ja noch extra den Weg anders gebaut. Entschuldigung, ich bin gerade voll hier. Ja. Alles gut, alles gut. Einmal raus. Und noch einmal raus. Und fertig. Und wieder zurück. Und den dritten Trekkie würde ich jetzt da oben einfach erstmal stehen lassen. Da wir ja noch gar nicht wissen, wohin mit dem Stahl. Na? Hallo? Was denn? Nee. Ich rede mit Trekkie. Wieso fährt der nicht? Huch, da kommt nämlich schon der Nächste. Siehst du, das hatte ich befürchtet. Und wieso fährt er nicht? Aufnahme beenden. Okay, jetzt fahren sie beide um die Wette. Boah, Leute, das gibt hier ein Verkehrschaos. So. Komm, Trekkie, wir müssen jetzt mal gucken, ob die das alles richtig machen. Da kommt der eine angedüdelt, bringt hoffentlich Kohle. Weil sonst haben wir nämlich bald auch keinen Stahl mehr. Gruselig. So, ja, jetzt läuft die Kohle auch wieder. Und jetzt läuft auch das Stahl wieder, der Stahl. Das Stahl. Genau, das Stahlmonster. So, und jetzt komme ich zu dir gelaufen. Um mal ich mache jetzt aber erstmal nur die einfachen Bänder, weil ich habe jetzt nichts anderes. Du kannst es ja nachher upgraden, das ist ja das Leichteste. Naja, sonst hätte ich dir jetzt einfach schon die richtigen Sachen gegeben dafür. Ich habe die ja alle hier. Aber dann grade ich die dann halt ab, das ist mir doch egal. Mal warte mal, ich gebe dir jetzt mal hier und hier die Steel Beams. Damit kannst du nämlich die MK3-Bänder bauen. Habe ich jetzt hier erstmal 85 Stück und ich würde jetzt noch weitere produzieren. Weil mir wäre schon lieb, dass wir gleich wirklich die schnellen Bänder nehmen. Ja gut, das hilft uns aber nicht, wenn die Schmelzen so langsam sind. Also von daher. Ja gut, das ist richtig. Ich wollte halt vermeiden, dass an den hintersten Schmelzen wieder nichts mehr ankommt. Ja, das ist schon klar. Ich würde jetzt einfach noch ein paar Steel Beams basteln. Ja, die hatte ich dir da hingelegt. Ja. Ich mach das jetzt erstmal mit denen hier und mach dann ein Upgrade. Okay. Weil da nimmst du dir nämlich eigentlich die Stahlbarren. Warum bitte? Wir haben ein Trekkie. Und warum laufe ich hier trotzdem wie blöde durch die Gegend? Das weiß ich nicht. Total sinnlos. Weil du vielleicht einfach ein Vollkrotten bist.
Ich bin sportlich. Daran wird es liegen. Oh. Das erklärt alles. Ja. Ich werde dich jetzt gleich mal fragen, was wir als nächstes erforschen sollen. Wenn wir überhaupt irgendetwas erforschen können. Was haben wir jetzt gesagt? Eine Schmelz, eine... ein. Drei. Also ein Miner mit für drei. Nee, für vier. Für vier. Für vier haben wir gesagt. Ja, damit wir insgesamt auf 12 kommen. Logistik. Oh. Splitter. Wollen wir nicht mal... Bananensplitter. Wir können Gewebe erforschen. Wird für die Fertigung von Ausrüstung verwendet. Flexibles, aber langlebiges Gewebe. Keine Ahnung, was man damit macht. Sind Kleidchen basteln. Wahrscheinlich. Und wir können einen medizinischen Inhalator erforschen. Stimmt, wenn man schnupfen kann. Kann zur vollständigen Wiederherstellung der Gesundheit inhaliert werden. Das ist vielleicht nicht so verkehrt, dann brauchen wir keine Pilze mehr sammeln. Oder Nüsschen. Dafür bräuchte ich nur... Ach, weißt du was, das machen wir. Den wähle ich, weil dafür brauche ich... Eisenplattenverstärkte habe ich. Rotoren habe ich auch. Woran liegt es? Es liegt am Draht. Ist ja furchtbar. Grauenvoll, ne? Und wir haben gar keinen Draht. Ich sehe mal wieder so ein Dings hier nicht. Oh, wir haben es geschafft. Was? Nein, das glaubst du nicht. Der Draht läuft immer noch aus der Fabrikation ins Lager. Das ist doch eigentlich nicht möglich. Nicht mal möglich? Nee, es überrascht mich jetzt wirklich, weil überleg mal, wie lange das Lager schon vollläuft. Ich meine, gut, das sind auch jeweils 500 Draht, die da reingehen, aber trotzdem, das ist ja... So. Okay, das ist echt dämlich. Was denn? Liebe Entwickler, da müsst ihr nochmal ran. Wenn ich auf der ersten Ebene dieser stapelbaren Bänder bin, komme ich nicht über die Splitter hinweg. Ich muss jetzt deswegen eine Ebene höher gehen. Ah, warte. Da habe ich neulich was gesehen. Ja, ich fülle nur gerade das rein. Ich komm mal zu dir gerannt. Ich habe da was gesehen. Da hat nämlich jemand gezeigt, wie man mit Mergern und Splittern verschiedene Ebenen und so weiter arbeitet. Warte mal, mal sehen. So. Einmal Knopf drücken für medizinischen Inhalator. So. Jetzt mal gucken, ob ich das wieder hinkriege. Oh, hier ist so viel Platz. Das Raumschiff. Sag mal, hängt hier oben noch irgendwo so ein... Ja. Ja, kannst du das mal ablassen? Ja. Das sehe ich nämlich nicht. Okay, so. Was ist dein Problem jetzt genau? So, ich möchte gerne das Band, was ich vorher hier auf der Höhe hatte. Auf der zweiten? Hier, das kriege ich hier nicht rüber. Ah. Das ist der Splitter im Weg. Richtig, genau. Na gut, die haben mehrere Splitter übereinander und haben dann doch, das geht, aber dann muss man irgendwie von oben nach unten bauen oder so irgendwie in der Richtung. Na gut, da musst du auch eine Foundation bauen, Foundation abreißen und so weiter. Es war noch anders, es ging noch anders. Andersrum haben die es gemacht, genau. Die haben erst die Förderbänder von einem zum anderen, die hatten hier auch diese Stapeldinger, haben die Förderbänder und haben dann die Splitter oder Merger, je nachdem, hinterher reingesetzt. Ah, okay. Die haben die quasi in das Band reingesetzt. Und spielte es auch mit der Höhe und so weiter keine Rolle mehr. Ja, aber... Trotzdem kriegst du es ja nicht hin. Naja, es geht ja trotzdem nicht drüber hinweg. Bei dir wird jetzt einfach nur gehen, dass du da oben drauf einen Mast baust und dass du es dann ein Stückchen höher setzt. Ja, ich muss aber schon vorher höher gehen. Ja, die haben halt mehrere Splitter und mehrere Merger übereinander gehabt und dann halt teilweise auch gar nicht als Splitter oder Merger genutzt, sondern teilweise nur durchgeführt. Krass.
Du hattest die Steel Beams gesehen hier, ja, okay. Ja, gut. Ja, ich mache das aber jetzt erstmal mit dir. Ja, ja, okay, das können wir immer noch mal. So, 52 Sekunden. Und dann gucken wir mal, ob wir so einen Inhalator bauen können. Was ist, Junge? Hast du Schnupfen? Genau, hat du Asthma? Und dann kommt gleich der nächste Meilenstein. Das wäre dann die Infrastruktur. Damit würden wir Förderbänder 4, Lift 4 und... Ist er wieder da? Ja, da kommt er. Aber dafür brauchen wir auch Computer. Und ich befürchte, wir kommen jetzt an den Punkt, wo es ohne Öl nicht mehr weitergeht. Tja. Das ist schön. Schön für das Öl, ne? Mhm. So. Medizinischer Inhalator. Darf. Ach so. Nicht genügend Platz im Inventar. Ist das denn euer Ernst? Mein Inhalator, ich melde gehorsams. Genau. So, jetzt nochmal gucken. Also, was brauchen wir? Wir brauchen Speckpilze dafür. Und wir brauchen Paleobeeren, eine Beryllnuss und Mycelium. Und daraus bauen wir dann einen Inhalator. Ach du Scheiße. Prost. Okay. Gucken, wir haben Mycelium. Wir haben natürlich keine Paleonus und keine Beryllbeeren. Okay, gut. Hat sich also erstmal erledigt. Sammeln wir später. So. Für die erweiterte Energiestruktur, hierfür bräuchten wir 75 Computer. Ja. Ja, wir können eigentlich nichts bauen, bevor wir nicht... Also dann würde ich jetzt... Nö, Gewebe? Ja, Gewebe. Ich kann mal Gewebe bauen, also erforschen. Also dann, nö, dann machen wir nicht. So klang das gerade. Kann jetzt mal Gewebe erforschen. Da brauche ich nur ein paar normale Eisenplatten. Die haben wir hier bestimmt irgendwo rumliegen. Ja, in der Kiste. Ja, ja. Da hatten wir doch schon welche, 83 Stück. So, dann erforschen wir Gewebe und dann werden wir uns irgendwann demnächst mal nach Öl. Und da spätestens sollten wir dann natürlich sehen, dass wir verstärkte Eisenplatten. Ich habe doch eben normale Eisenplatten hier reingepackt. Sacre bleu. C'est la merde. Ich sag dir aber sowas von merde. Das sind nur 3? Da sind 100. Da rein. Und wehe, du bist jetzt nicht da, wo du hingehörst. Da rein. Zack. So. Öl hatten wir ja schon mal geguckt, war richtig weit weg. Und vor allem hatten wir geguckt, dass wir... Dafür, oh, das heißt, wir müssen unbedingt Nüsse sammeln, wenn wir auf dem Wege zum Öl sind. Und aber warte mal, hier sind doch Nüsse. Ich habe Beeren, ich habe Nüsse, ich habe Mycelium. Und was war das letzte, was ich brauchte? Rinderkacke? Nee, irgendwas war das doch. Ja, irgendwas Außergewöhnliches war es noch. Ich habe noch keine Rinder gesehen. Ach scheiße, Speckpilze brauchen wir. Bin ich noch in irgendeiner Kiste irgendwelche? Ja, bin ich jetzt gerade mal am gucken. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, die haben wir gebraucht. Mal sehen. Wir haben ja hier diverse Kisten und auch große Container. Wenn du da fertig bist, komm mal her. Ich bin noch nicht so ganz glücklich mit der. Ja. Position. Speckpilze. Ne, jetzt kann ich nur noch in den Containern gucken. Auch nicht. Hier vorne hatten wir doch noch Sammelcontainer von uns. Ach, wir haben schon wieder viel zu viel Sammelcontainer. Gucken, Speckpilze, nein. Haben wir auch nicht. Aber modulare Rahmen habe ich gefunden, das ist auch schön.
Auch keine Speckpelze. Jetzt kann ich nur noch hoffen, dass du vielleicht in deinen Containern... Nein. Nein, niemand hat Speckpilze. Scheiße. Okay, ich bin auf dem Wege zu dir. Ja, dann komm auf den Turm, der hier steht. Alles klar. Ich komme auf den Turm. Wuff. Noch höher. So, da bin ich. Okay, das geht darum... Was leuchtet denn das so toll? Und geht da rein. Und das sind jeweils 2, 4, 6, 8, 10, 12. Erscheint mir so wenig. Es sind aber 12. Ja, ja, klar, klar. Aber ich bin halt mit dem drüber und rüberführen, das ist nicht so attraktiv, wie ich es mir vorgestellt habe. Nee, so hatte ich mir das auch nicht vorgestellt. Ich hätte die... Aber du kannst nicht alle vorne anschließen, dann kommt nichts mehr an. Ich würde sie ja auch lieber in einer Tour auf einer Ebene durchführen, aber... Ja, ich hatte mir gedacht, das ist bei drei Miner natürlich blöd, aber ich hätte die da oben, da vorne schon vor der Umgehungsstraße quasi wieder runtergeführt und hätte die auf zwei Bänder verteilt, sodass du nicht mehr drei Bänder hast, sondern zwei Bänder. Die beiden Bänder hätte ich nebeneinander unten lang geführt. Und dann, jetzt weiß ich, was du vorhast. Und dann quasi per Splitter jeweils nur nach rechts, nach links und geradeaus geht's weiter. Nach rechts, nach links und geradeaus geht's weiter. Und deshalb auch die schnellen Bänder, damit hinten auch wirklich noch genug was ankommt. Ja, ich verstehe. Ich hatte jetzt so eine Alternatividee, weil von wegen Erweiterung und so. Ne? Hm? Ansonsten habe ich überlegt... warte. Ja, ich habe da auch mit Block und Stift gesessen und hin und her gemalt. Naja, alternativ geht es eigentlich nur... Entschuldigung. Warte mal. Okay, ich habe eine Idee, ich kann es dir jetzt aber nicht erklären. Okay, das aber war... Aber ich mach mal, so wie du das Ansatz... Also ich habe eine Erweiterung von deiner Idee. Ja, okay. Deshalb, wie gesagt, halt die schnellen Bänder, weil ich gedacht habe, okay, wenn wir die hier durchbauen und absplitten, es muss hinten bei den letzten halt auch noch was ankommen und deshalb die schnellen. Was denn? Ich brauche diesen Inhalator. Ich will jetzt mal, wenn ich Nüsse aufsammle, sammle ich die nicht wirklich auf. Okay, gut. Und ich bin bald tot. Okay, das heißt, ich gehe jetzt Speckpilze sammeln. Keine Ahnung wo. Kann man danach scannen? Nach Pilzen? Nee. Kupfererz, Eisenerz, Rohöl. Nee, leider nicht. Diese Speckpilze sind auf jeden Fall... In Höhlen. In Höhlen waren die. In Höhlen. Und wir müssen ja sowieso Öl suchen gehen. Kommen wir nicht drum herum. Das können wir ja auch schon gucken. Und das war irgendwie 2500 Meter entfernt, ganz weit weg, 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 weg. Och, da taucht gar nichts auf. Wow. Echt? Da taucht gar nichts auf? Doch, jetzt. Also, da hinten in 2300 Metern. Ach du Scheiße. Da würde ich jetzt aber Trekki nehmen, um eine Runde zu fahren. Mach mal. Willst du mitkommen? Ist vielleicht sinnvoller, wenn wir das zusammen machen. Du hast ja die Aufnahme laufen, das ist wichtig. Ich baue das, dass das jetzt hier fertig wird. Mach mal, mach mal. Öffnen der Werkbank. Ha, da muss ich mir also quasi ein bisschen Kohle erst einmal schnappen. Damit der Trekki dann nicht unterwegs in der Pampa stehen bleibt. Viel Spaß. Na, Lust habe ich jetzt keine. Weder zu dem einen noch zu dem anderen. Zumal... Es geht hier nicht immer nach Lust. Weißt du, ja, das ist ein ernstes Spiel. Du kannst nicht immer das machen, wo du nur... Nee, nee, ich weiß, ich weiß. Es ist... Macht... So. Speckpelze sammeln.
hatten doch hier auch irgendwo einen Eingang zu einer Höhle, verdammte Axt. Soll nicht in jeder Höhle, ne? Nee, ich weiß. Blöd, dass man danach nicht scannen. Oder man kann erst danach scannen, wenn man die analysiert hat. Das kann sein, aber dafür brauchen wir ja auch erstmal welche. Doch hier irgendwo auch einen Höhleneingang, wo wir gesagt haben, ach, da sind wir doch direkt fast zu Hause. Naja, gut. Kann sein, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ja. So, nach Rohöl scannen. Das kann man komischerweise nicht, wenn man auf dem Auto sitzt. Ist ja auch völlig hirnrissig. Hallo, blödes Vieh, komm her. So. 2008. Wer so sagt, hat noch freie Spitzen. Das stimmt. 2300. Na dann fahren wir mal da lang. Ach, ich hasse Ausflüge. Seit wann? Ja, meistens geht's doch irgendwie schief. Bisher hat uns doch noch kein Ausflug wirklich was gebracht. Das stimmt leider. Ich dir leider zustimmen. Speckpilz. Na, das ging aber schnell. Ein einziger. Reicht doch, oder? Nee, reicht nicht. Wie viele brauchst du? Das ist eine gute Frage. Ach, hier ist eine Schnecke, aber da komme ich nicht ran. 5 Stück, glaube ich, brauche ich Minimum. Oh, da hinten ist der nächste, aber da sind auch diese blöden Bienen. Also, Speckpilze müssen gar nicht immer in der Höhle sein. Ach, hier sind gleich mehrere. Die haben wir auch schon woanders gesehen. Also. Speckpilz. Buch. Muss ich leider von meinen gesammelten Beeren etwas essen, weil ich ganz ungesund bin. Was für eine Aussage. Ja. So. Da hinten war noch ein Pilz. Dazu muss ich aber erstmal die Bienen hier töten. Hallo Bienen. Ach, das ist... Okay, gut. Wo wollen die Bienen? Da unten sind die Bienen. Also Bienen töten. Findest du das gut in der heutigen Zeit, ja? Oh ja, ganz toll. Oh, was ist das denn? Ach, das ist so ein süßer Hund da unten.
Aber keine Zeit für süße Hunde. Ich brauche Speckpilze. Das war Nummer 3. Na dann, fahren wir mal weiter. Gucken, ob wir hier durchkommen. Speck... Oh, hier sind jede Menge süße Vögel. Speckpilze sind offensichtlich auch immer in der Nähe vom Wasser. Nüsse. Stimmt, deswegen findet man sie vornehmlich in Höhlen. Hallo, kleiner Vogel. Oh. Dich habe ich gehört, aber nicht gesehen, du blödes Vieh. Wo ist er jetzt? Echt ernsthaft? Du versteckst dich... pinkelst du hier gerade gegen den Reifen vom Trekkie? Nein. Ach, er kommt da nicht mehr weg. Dachte hier ernsthaft, der pinkelt an den Reifen vom Trekkie, also... Schlimm, schlimm, schlimm. Unerhört, diese Natur, Ich zeig, dass mir der Natur mal wieder sagt, wo es lang geht. Ja. Echt mal, da ist der nächste Feuerteufel. Ah. Na komm, schon rüber. Huch, von hinten! Na, du bist ja... Dazu sage ich jetzt mal nichts. Boah, hat er mich einfach von hinten angemacht. Wo kommt man da hin? So, hier sind Nüffe. Nüffe? Für Nüffe? Oh, nee. Hm. Hier ist schon wieder so eine komische Kugel, die mit mir spricht. Aber ja, ja. Was? Nüffe? Nicht gesagt. Mhm. Was? Ach, schon wieder Natur. Die sind ja friedfertig, diese... Was ist das denn? Was war denn hier? Spinne? Uah, Igitt. Geh weg. Ach, mögen wir jetzt Spinnen auch nicht mehr, ja? So. Ich merke eine gewisse Genervtheit in deiner Stimme. Nein, Spinnen sind toll. So. Ich brauche aber nach wie vor mehr Scheidenpilze. Jetzt ist mir irgendwie komisch. Wieso? Daraus bauen wir Inhalatoren für dich. Ist gerade irgendwie schlecht geworden. Hier hängt ein Speckpilz in der Luft. Auch schön. Mehr davon. Mehr davon. Oh, da hängt noch eine paläoanthropische Beere. Wir haben 1 auf 4 gesagt, ne? Ja. Boah. Das war aber meine große Spinne. Boah. Weg hier. Gut, dass ich nicht da bin. Trekki. Ach, da stehst du ja, Gott sei Dank. Bah, hier muss ich jetzt mal wegfahren. Hier sind mir zu viel Spinnen. Das ist eklig. Oh, Speckpilz. Hey, ich bin gut im Speckpilze sammeln. Endlich hast du deine Lebensbestimmung gefunden. Ich bin ab sofort der Speckpilzlator. Weil
lustig, Discord war mal wieder abgehakt. Ich bin ab sofort der Schlüsselslager. Also erstens ist es TS und zweitens, ja, ja, du wolltest es nur nicht hören. Was ich... Spinnen! Weg. Komme ich jetzt hier runter? Ja, ganz easy sogar. So, ich glaube, einen sollte ich mir noch holen. Wie hatte ich mir das denn vorhin gedacht, ich Schlaumeier? Ich finde es echt nervig, dass die Splitter so groß sind. Das ist irgendwie... Dabei haben sie die doch schon verkleinert. Ja, aber sind immer noch zu groß. Hallo, Kleiner. Oh, ich wollte den Echsenhund streicheln. Er ist weggerannt. Kein Wunder, von dir würde ich auch wegrennen. Von wie will ich hier auch wegrennen? Das. Jetzt kommen... Oh nein. Jetzt kommen nicht nur Bienen. Da noch Hummeln? Nein! Verdammt! Ich wollte nicht die Werkbank öffnen! Ey. Oh, immer. Ich stehe immer auf der falschen Seite vom Trecki. So, jetzt fahre ich euch einfach davon. Tschüss. Und ihr könnt mich gar nichts, gar nichts, gar nichts. Jetzt gucken wir mal, ob es reicht für so einen Inhalator. Öl muss ich... Oh, hier ist Gift. Schnell vorbeifahren. Ich frage mich manchmal, warum ich mich so schwer tue, mir hier was zu überlegen. Ich bekomme Zettel und Stift. Ja, das habe ich dann heute Morgen ja auch gemerkt. Oh, scheiße. Komme ich hier runter? Ach klar, Trekkie kann das. Bumm, und wie. Jetzt gucken wir mal, ob wir die Dinger überfahren können. Nein, können wir leider nicht. Schade, es wäre auch nett, wenn man die einfach überfahren könnte. Nee, das geht leider nicht. Ja. Nee. Jetzt muss ich hier rüberfahren. Da ist auch so ein Ding. Oh, hier ist auch eine Kugel. So. Oh, scheiße. War gerade so durch die Giftwolken durchgekommen. Wird Zeit, dass wir diese Gasmasken kriegen. Ach, hier hinten komme ich raus. Ah, okay. Oh, Tiere haben mich aber nicht verfolgt. Also wenn du mit dem Trekkie durchfährst, dann verfolgen sie dich nicht. Nüffe. Ja, Werkbank. So, ich will jetzt endlich zurück zum Hub. Die Folge ist schon überlänger. Ach ja, stimmt. Ich hab vergessen. Mir gerade so aufgefallen, ich denke, oh, das werden schon so 40, 50 Minuten sein. Ah. Ja, so ist das in der neuen Aufnahmesession, hat man immer noch Energie. Ja, toll, ich komme hier hinten nicht rum. Oh, wir haben uns hier voll zugebaut, ne? Das haben wir ja sehr clever gemacht. Wir hätten überall Ein- und Ausfallstraßen haben müssen. Was wir alles denken sollen. Ich sag's dir. Jetzt muss ich hier übelst den Bergbogenweg fahren. Oh. Habe dabei eine Absturzstelle entdeckt. Cool. Nein, nein, nein! Oh. Aua.
Es hat Trekkie komischerweise nichts ausgemacht und mir komischerweise auch nicht, obwohl ich richtig tief gerade abgestürzt bin. Mit Trekkie. Schön. Ich weiß auch nicht, wo ich hier rauskomme. Ich würde sagen, das sehen wir in der nächsten Folge. Nee, ich muss hier noch irgendwie weg. Aber ich weiß echt nicht, wohin. Ich weiß nicht, wo ich bin. Da komme ich nicht lang. Oh, da muss ich jetzt hier runter. Entschuldigung. Ich muss hier mal durch. Boah, gibt's hier viele Viecher. Komm, fahr. Wenn dir jetzt die Kohle ausgeht, mein Freund, dann sind wir aber wirklich keine Freunde mehr. Das will ich feiern irgendwie. Ich habe ja noch Kohle dabei, aber dann muss ich aussteigen. Gott, das sieht aus wie im Auenland hier. Okay. Da ist Hugo. Und wo Hugo ist, ist zu Hause nicht weit. Ich befürchte nur, es geht ganz tief runter. Ah, hier gibt's einen Abweg. Also, eine Abfahrt. Boah. Schön abwegig von dir. Der hüpft aber auch. So, bei Hugo bin ich. Jetzt ist bloß die Frage, komme ich mit dem Auto überhaupt eigentlich wieder? Oder haben wir uns da auch zugebaut? Ich habe keine Ahnung. Ah, jetzt bin ich an Hugo hängen geblieben. Gott, das wird eine so elend lange Folge. Okay, ich bin bei Kupfer und versuche jetzt hier irgendwie rumzukommen. Meine Damen und Herren, die nachfolgenden Sendungen zögern sich um mehrere Stunden. So, wenn ich hier durch... Ach, und hier komme ich ja auch nicht mehr durch. Ach, scheiß drauf, ich lasse den jetzt hier stehen und gehe zu Fuß. So, so und so. Und ob es gereicht hat, dass wir Inhalatoren bauen können, das sehen wir in der nächsten Folge. Jetzt muss ich nur noch meinen Padlab da hinten wiederfinden. Hallo. Der hier ganz viel andere Dinge macht, das gucke ich mir auch alles beim nächsten Mal an. Wir machen jetzt ganz, 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 ganz schnell Schluss. Tschüss. Und sagen Tschüss.